Moin, kennst du es auch, dass du manchmal daran zweifelst, ob du mit deinem Seelenpartner überhaupt zusammenkommst, weil sich vielleicht euer Seelenpartner Dualseelenprozess schon so in die Länge zieht und einfach so beschwerlich ist? Oder passiert es dir auch, dass du manchmal an eurer Liebe zweifelst, weil er sich vielleicht gar nicht so verhält, wie du es dir gerne wünschst? Und welcher Glaubenssatz dahinter steckt, den du unbedingt auflösen solltest. Darum geht es heute in diesem Video. Und wie du mich kennst, werden wir natürlich diesem Glaubenssatz die Macht sozusagen ein bisschen wegnehmen, sodass es dir viel, viel leichter fällt, mit ihm umzugehen. Du bekommst natürlich auch noch den einen oder anderen Tipp von mir. Ja, all das noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind's, Annette und Easy, meine Seele live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, die lieben Glaubenssätze, die lieben Zweifel, die Ängste, wir kennen sie alle. Und das Gemeine ist ja, ich weiß ja noch, als ich 2007 überhaupt mich mit Glaubenssätzen auseinandergesetzt habe, auch mit dem, wie wir denken, wie sehr das Unterbewusstsein unser Leben lenkt, da habe ich mich ganz schön erschrocken. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite fand ich das mega cool, weil das eben auch bedeutet hat, sofern ich da mal aufräume in meinem Unterbewusstsein, sofern ich mal diese Glaubenssätze, die mich limitieren, herausfiltere und an ihnen arbeite, mit ihnen arbeite, sie transformiere, sie heile, sie, was da auch immer ist, sie auflöse, kann ich mir das schönste Leben erschaffen, was ich mir wünsche. Und das dann noch im Einklang mit meiner Seele, besser geht's nicht. Und das Interessante ist ja bei diesen Glaubenssätzen, dass sie ja einfach unbewusst sind. Und darum fällt es uns oft nicht so leicht, sie zu identifizieren. Beziehungsweise wir fragen uns eben auch oft, warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten oder warum passiert etwas so, was eben so passiert. Wir können manchmal gar nicht unser Verhalten irgendwie richtig einschätzen, denken, was ist denn das, woran liegt denn das, warum werde ich da aufgehalten oder gestoppt oder warum ist das noch nicht in meinem Leben, was ich mir so sehr vom Herzen wünsche. Und wenn man sich mal auf der einen Seite überlegt, ich meine, bei dieser ganzen Informationsflut, die wir haben, hat sich unser Körper was Tolles ausgedacht. Er hat nämlich auf Autopilot geschaltet, dass also sozusagen unser Unterbewusstsein, unsere unsere Software sozusagen, wo wir alles gespeichert haben, unsere positiven, unsere negativen Erfahrungen, wo das alles schön, sage ich mal, sozusagen geordnet ist und dass das eben der Ort ist, der für uns herausfiltert, was zu uns passt und was nicht. Aber natürlich basierend auf dem, was wir letztendlich, womit wir diese Software gefüttert haben. Und wenn man sich mal überlegt, wir haben 60.000 Gedanken pro Tag. Und da ist in einer Studie vor Jahren mal festgestellt worden, dass davon nur 3% positiv sind. Autsch. Da wir jetzt in der neuen Zeit sind, beziehungsweise da reingestartet sind, glaube ich, dass sich der Prozentsatz erhöht hat. Ich würde mal davon ausgehen bei mir, ich denke mal du bei dir auch, weil wir uns einfach natürlich auch viel mehr damit beschäftigen und auch einfach wirklich mehr aufräumen, unseren Rucksack, den wir da ja immer mit uns rumschleppen und da wirklich mal ganz bewusst sagen, welchen Glaubenssatz möchte ich behalten und welchen möchte ich einfach auflösen. Welcher tut mir gar nicht gut, welcher limitiert mich, welcher fördert mich nicht in dem, was ich mir letztendlich wünsche oder wie ich mir eben mein Leben gestalten möchte. Und das ist das Tolle daran, dass wir die ändern können. Und du kennst sie auch, diese typischen Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich habe es nicht verdient, ich bin nicht liebenswert und all diese Glaubenssätze, die uns da wirklich klein halten. Unsere Gesellschaft hat es ja auch nie gefördert, dass wir in unsere wahre Größe gehen sollten, sondern die war ja darauf ausgerichtet, auf das Negative, eher Angst zu haben, als in der Freude zu sein, immer erstmal zu gucken, was könnte schief laufen, anstatt zu sagen, was könnte denn toll laufen, habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen. Und das ist ja das Tolle jetzt in der neuen Zeit, in die wir gestartet sind, dass wir jetzt wirklich in unsere wahre Größe gehen können, dass wir da eben auch supported werden und dass wir eben auch aufgefordert werden, eben aufzuräumen in unserem Unterbewusstsein. Und der Seelenpartner, wie gesagt, weißt du ja, der spiegelt ja hervorragend, was da noch nicht so ganz geheilt wurde in dir, dass du genau weißt, daran muss ich arbeiten. Diesen Glaubenssatz, den ich meine, beziehungsweise schreib du mal in die Kommentare, welcher Glaubenssatz deiner Meinung nach dem meisten und wahrscheinlich auch dir im Weg steht, um mit deinem Seelenpartner zusammenzukommen. Natürlich ist es auch immer beidseitig, das ist ganz klar, aber welcher steht dir im Weg? Schreib das mal in die Kommentare, ich bin mal mega gespannt drauf. So, und der Glaubenssatz,
den wir alle haben, den wir auch alle kennen, den kennst du auch sehr gut, das ist dieser Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, bedingungslos geliebt zu werden oder auch nur geliebt zu werden oder ich bin nicht liebenswert. Und wenn du dir das mal überlegst, wie das unser Leben einschränkt und das Schöne ist, wenn du diesen Glaubenssatz für dich veränderst, nicht nur, um mit deinem Seelenpartner zusammenzukommen, sondern du wirst damit, wenn du diesen Glaubenssatz auflöst, dein komplettes Leben verändern. Weil, was soll dir noch passieren, wenn du weißt, dass du es wert bist, geliebt zu werden? Und das ist das Spannende, wie auch immer diese Glaubenssätze zusammenhängen. Das erlebe ich ja auch immer wieder in meinen Selbstermächtigungssessions, wie sie sich auch manchmal verkleiden oder wie sie sich in welcher Variation sie sich letztendlich zeigen. Aber dieser Glaubenssatz, das ist wirklich ein Glaubenssatz, den wir wirklich mal komplett auflösen sollten. Und das machen wir natürlich gleich. Und das Interessante ist ja, dass wir uns auch so abhängig machen im Außen, ob wir etwas wert sind oder nicht. Und das gilt es jetzt eben auch in der neuen Zeit abzulegen, sondern dass wir verstehen, dass wir entscheiden, wie wertvoll wir sind und nicht das im Außen. Natürlich wirst du sagen, naja, aber jetzt mit meinem Seelenpartner und so, der verhält sich jetzt vielleicht nicht so, wie ich das gerne möchte. Und wie kann ich denn damit jetzt umgehen, wenn du für dich verstehst, dass du es wert bist, bedingungslos geliebt zu werden, überhaupt geliebt zu werden, wird sich das verändern. Auch wenn man mal überlegt, wie wir aufgewachsen sind, ist es ja kein Wunder, dass wir diesen Glaubenssatz haben, denn wir wurden verglichen mit anderen. Guck mal, der oder die kann das besser als du. Oder wir wurden emotional erpresst. Ich habe dich aber nur lieb, wenn du so und so bist. Ich meine, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Und es ist ja kein Wunder, dass wir natürlich da so eine Zweifel haben, dass wir natürlich immer denken, wir müssen etwas tun, um geliebt zu werden. Dass wir geliebt werden, einfach weil wir sind, wie wir sind, das kennen wir ja gar nicht. Und dadurch ist es natürlich auch für uns so schwer und so ungewohnt, natürlich auch gerade in der Seelenpartnerschaft, wo es ja um diese bedingungslose Liebe geht, aber auch bedingungslos zu lieben, das ist ja von beiden Seiten aus, fällt uns das sehr schwer, weil du wirst dich auch dabei ertappt haben, gerade wenn du eben auch Zweifel daran hast, liebt er mich überhaupt, weil er sich so doof verhält, willst du dafür ja letztendlich, wenn du ganz ehrlich bist, einen Beweis haben, dass er dich liebt, weil wenn er dich liebt, kann er sich ja so nicht verhalten. Aber wie gesagt, Seelenpartner sind Spiegel. Dann gibt es da immer noch etwas zu heilen. Und das ist das Positive und das Tolle, dass uns das Seelenpartner zeigen, dass wir da wirklich auch rangehen, weil damit schenkst du dir ja ein ganz, ganz neues Leben. So, was machen wir jetzt mit diesem Glaubenssatz, dass wir diesem Glaubenssatz mal ein bisschen die Macht nehmen, damit es dir einfach viel besser geht. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen, das ist ganz klar, das ist ein Prozess. Es müssen auch neue Neuronenbahnen sich natürlich letztendlich aufbauen, damit das für dich auch ganz normal ist, dass du das nicht mehr glaubst, sondern dass du dir einen neuen Glaubenssatz schenkst, nämlich, dass du es sowas von wert bist, bedingungslos geliebt zu werden. So. Und gerade wenn du noch deinen Humor mit dazu nimmst, bringt es richtig Spaß. Aber lass uns mal starten. Lass uns als erstes mal Kontakt zu deinem Glaubenssatz aufnehmen. Und frag ihn mal bitte, lieber Glaubenssatz, kannst du dir zu 100% sicher sein, dass ich es nicht wert bin, bedingungslos geliebt zu werden oder geliebt zu werden, wie ich bin, wie du das für dich auch letztendlich formulieren möchtest, was dein limitierender und negativer Glaubenssatz ist. Mach das mal und guck mal, was du für eine Antwort bekommst. Kann er nicht, ne? Spannend, oder? Schreib das gerne mal in die Kommentare, was du da für eine Antwort bekommen hast. Nein, es funktioniert nicht. Er kann sich nicht hundertprozentig sicher sein. Das heißt, wir haben ihm schon mal ein wenig von seiner Macht genommen. Denn es gibt höhere Instanzen, die dich über alles lieben, die dich bedingungslos lieben, die an dich glauben, die dich supporten wollen in allem, was du brauchst. Zum einen das Universum, wenn du an Gott glaubst, dann ist es Gott. An deine Seele. Ich meine, deine Seele hat dich erschaffen, die hat dich auserwählt, die hat dich kreiert, die hat dich zu dem gemacht, was du bist, mit allem ausgestattet. Die ist dein absoluter größter Fan, die liebt dich über alles bedingungslos. Und die will mit dir hier das Leben rocken. Ist das nicht Wahnsinn, was du für hohe Instanzen hast, die für dich da sind, Engel und Meister, wenn du daran glaubst? Das ist doch mega, oder? Wen gibt es da noch? Ich hoffe, dass du es selbst bist. Dass du es selbst bist, dass du dich, das Wertvollste in deinem Leben, über alles liebst. Und zwar
bedingungslos. Mit all deinen Fehlern, die du machst, mit all den tollen Dingen, die du machst, bedingungslos. Und das ist so, so wichtig, dass du sicher bist in deiner Selbstliebe, weil das ist so elementar für deine Seelenpartnerschaft. Und das hilft dir, durch alles durchzugehen, durch deinen ganzen Seelenpartner-Dualseelenprozess, weil du weißt, dass du es wert bist, weil du dich selbst liebst. Und wie gesagt, in der Seelenpartnerschaft geht es eben darum, auch wahre Liebe zu leben. Aber das kannst du nur, wenn du dich selbst liebst. Da geht es nicht mehr darum, dass der andere etwas machen muss, dass es dir gut geht. Und das ist immer das, dass wir noch viel zu sehr im Außen Beweise suchen oder geliebt werden wollen. Aber wenn du dich selbst liebst, brauchst du diese Beweise nicht mehr im Außen, weil die kommen aus dir heraus, weil du das ganz tief in dir weißt. Du hast dieses Wissen, du hast diese Weisheit in dir, dass du geliebt wirst. Und wen gibt es noch? Da gibt es noch jemanden, der dich bedingungslos liebt. Ob er das vielleicht so schon weiß? Dein Seelenpartner natürlich, ist ja ganz klar. Weil, und das kannst du deinem Glaubenssatz da auch mal sagen, der Glaubenssatz ist ja viel später entstanden, ne? Dem kannst du nämlich mal sagen, lieber Glaubenssatz, weißt du was? Also wir lieben uns ja schon vor unserer Geburt sozusagen. Wir sind ja auch füreinander bestimmt, wir sind füreinander versprochen worden und das schon seit vielen Inkarnationen. Die Liebe ist einfach da, die ist so tief und die ist so wahrhaftig und die ist so bedingungslos. Wie gesagt, wenn wir Menschen das noch nicht so ganz sehen, aber die ist da. Also kannst du deinem Glaubenssatz schon mal einige vorstellen, wo du weißt, die lieben mich bedingungslos. Also haben wir ihm da auch schon mal ein bisschen die Luft rausgenommen. So, und jetzt formulier mal viel selbstbewusster deinen neuen Glaubenssatz. Nämlich, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin es wert, bedingungslos geliebt zu werden oder was es auch immer ist, welchen Glaubenssatz du gerade aufgedeckt hast und den du gerade auflösen und verändern möchtest. Nutze dafür natürlich immer die Worte Ich bin. Das sind die Worte, die du triffst, wenn du dich entschieden hast. Da kommst du in eine ganz andere Energie. Das sind diese magischen Worte, mit denen du alles manifestieren kannst. Hast du vorher auch den negativen Glaubenssatz, aber jetzt geht es ja darum, den positiven Glaubenssatz zu manifestieren. Also nutze da wieder die magischen Worte Ich bin und schreib das auch gerne mal in die Kommentare, damit du das mit uns teilen kannst und wir dich dafür feiern kannst. Und wenn du Lust hast, kannst du natürlich auch noch die Humorfrage mit dazu nehmen, die ich ja so liebe. Indem du nämlich mal fragst, warum bin ich nur so liebenswert? Warum bin ich es wert, geliebt zu werden? Und du wirst sehen, was du für tolle und wunderschöne Antworten bekommst, warum du liebenswert bist, warum du so geliebt wirst, warum du es wert bist. Schreib das auch gerne mal in die Kommentare, um es mit uns zu teilen, dass wir dich feiern können. Ich finde es mega. Aber merkst du, was passiert? Sofern du deinen Humor mit reinnimmst, sofern du spielerischer daran gehst, wird alles viel, viel leichter, oder? Weil du dadurch natürlich auch deinen Fokus ganz anders setzen kannst. Du kannst deine Energie ganz anders lenken. Du weißt ja, Gesetz der Anziehung, weil wenn du in deiner Energie bist und dass du weißt, dass du geliebt bist, dass du es weißt, dass du es wert bist, dass du liebenswert bist, was meinst du, auf welcher Frequenz du dann schwebst, mit welcher Energie du dann unterwegs bist? Und diese Energie, das ziehst du natürlich an. Du weißt ja, da, wo dein Fokus ist, da fließt die Energie. Und das kann dann auch in dein Leben kommen. Aber sofern du natürlich im Mangel bist und daran zweifelst, ob ihr überhaupt zusammenkommt oder ob er dich überhaupt liebt, damit verzögerst du nur den Prozess. Weil es ist klar, dass der dich liebt. Auch wenn es ihm als Mensch sich vielleicht noch nicht traut, das überhaupt zuzulassen, weil er auch zum Beispiel diesen Glaubenssatz hat. Aber es gilt darum, einer muss ja mal den Anfang machen, um diesen blöden Glaubenssatz endlich mal da euch aus dem Weg zu räumen. Weil das ist ja das Schöne eben auch bei Seelenpartnern, sofern einer anfängt, in seine Kraft zu gehen, in seine wahre Größe und sich zu stärken, kann der andere natürlich auch viel, viel leichter nachkommen. Das ist ja das Spannende dabei. Also es lohnt sich allemal. Und es ist so wichtig, dass ihr wirklich an eure Liebe glaubt. Weil ihr werdet, was ich ja vorhin schon meinte, von der Gesellschaft nicht viel Unterstützung bekommen, auch nicht von der Familie oder von Bekannten und Freunden, die noch nicht erlebt haben, was es bedeutet, seinem Seelenpartner zu begegnen. Weil das ist ja wirklich eine bedingungslose Liebe, eine wahrhaftige Liebe in Freiheit lieben. Das ist ja etwas Neues, was wir so natürlich noch gar nicht erlebt haben. Ne? Weil, wie gesagt, wir sind aufgewachsen, dass irgendwie Liebe auch mit Bedingungen zu tun hat oder mit Beweisen. Und da musst du gar nichts beweisen, sondern da liebst du.
Und sie können dich natürlich auch nicht richtig beraten und wollen es dir vielleicht lieber ausreden, weil sie ja sehen, wie du leidest und sagen, ach, schieß dir mal den Mond oder lass das mal, wie auch immer. Aber du tief in dir drin weißt ja, du weißt es ja letztendlich, dass ihr zusammengehört und dass da eben diese wunderschöne Liebe auf euch wartet. Also versucht alles aus dem Weg zu räumen sozusagen, dass ihr auch bald diese Liebe leben könnt. Aber wie gesagt, macht da jetzt keinen Stress, weil je mehr Stress ihr macht, jetzt müssen wir zusammenkommen, jetzt müssen wir zusammen, weißt du, es signalisiert es ja auch wieder dem Universum, dass du oder beziehungsweise ihr noch nicht so weit seid und dementsprechend kann natürlich euch das Universum nicht dahingehend unterstützen, dass ihr zusammenkommt, sondern es wird immer das unterstützen, wovon du überzeugt bist, woran du glaubst. Und um dich darin noch mehr zu supporten, dich noch mehr zu stärken, habe ich etwas ganz Tolles, was ich im nächsten Video mit dir teilen möchte, wo du wirklich richtig stolz als Seelenpartner bist und dich wirklich als Pionierin der neuen Liebe siehst. Und dafür gibt es jetzt schon mal von mir ein High Five. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Und jetzt sende ich dir alles, alles Liebe. Laugh and smile, so oft du nur kannst. Dein Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Und sowas von liebenswert. Tschüss.